Ja, Freunde, und in dem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Retro-Skill-Video, Freunde. Und heute gibt es aus dem Legendary Triple Pack Legendary Ignitor. Jawohl, Freunde, wurde sich gewünscht. Den gibt es jetzt für euch, ne, zwar nicht in normal, aber Legendary Form, ne, wenn ich den schon hab, Freunde, ne, dann können wir den ja auch rausholen. Ne, Freunde, was soll der Geiz, ne, was soll der Geiz, raus damit, dann läuft das auf jeden Fall so, wie er soll, Freunde. Und ich würde sagen, ich guck mal eben schnell, ob die Aufnahme, ja, Aufnahme läuft, gut, alles klar. So, Freunde, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Wir fangen direkt an, Gas geben, so, Chomp Chest nochmal eben raus, den habe ich gerade mit Geld geholt, deswegen war der noch drin gewesen. Und, Freunde, wir fangen an, und zwar mit den Werten. Mit den Werten, Freunde, Rüstung, 24 Tempo liegt bei 60, der kritische 60 Elementarkraft liegt auch bei 60 Punkten. Die Kräfte, Flammenklinge. Drücke Viereck, um dein Schwert zu schwingen. Drücke Viereck, Viereck und halte Viereck für eine Kombo. Flammenform Mörser, starte deinen Flammengeist im Bogen gegen deine Gegner. Freunde, sieht folgendermaßen aus. Hier, zack, 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 zack. 80er Schaden, hier ist Flammenschwert, Freunde. So muss das sein. Und die Kombo, zack. Die habt ihr gesehen, zack und gehalten. Bam. Kurz ausgeholt, gewartet, ausgeholt, zack. 120er Schaden, so muss das sein, Freunde. Und hier diesen Flammenmörser, zack. Zieht 100 Schaden ab. Ne, da können wir auf jeden Fall auch ordentlich einiges mitmachen. Ich sage euch, Freunde, ne, der Weg wird brutal stark werden, wenn wir den skillen werden. Wenn wir gleich mal gucken. Wenn wir gleich mal gucken, auf welchen Weg wir heute gehen werden. Wir fangen jetzt erstmal an mit sengende Klinge. Der Schwertangriff bewirkt mehr Schaden. Locker flockig, fangen wir damit an. Und sieht folgendermaßen aus, Freunde. 114er Schaden. Zack, Kombo. 171er Schaden, Freunde, heißt 80 hat sich erhöht um 34, der normale Angriff und der Kombo-Angriff um glatte 151, ne, 151 wäre ein bisschen viel, aber um 51 Schadenspunkte, so muss das sein. Flammenform, steuere deine Flammenform nach dem Start, ja, das ist sehr, sehr cool. Vorher konnten wir den nur rufen, diesen Mörser-Angriff, diese Flammenform. Sah folgendermaßen aus, Freunde, wenn wir den rufen, zack, ne, zieht hier 100 Schaden ab, so, aber wir ziehen jetzt auch noch mehr ab, Freunde, nochmal 48er Schaden hinterher, weil wir den jetzt hier rufen können, da seht ihr das, habt ihr das gesehen, Freunde, habt ihr das gesehen, 100 erstmal mit dieser Explosion, Freunde, dann haben wir hier diese Flammenform, wo man dann auf den Gegner zurennen kann, guckt euch das mal an, habt ihr das gesehen, 48er Schaden, zack, 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 aber mehrfach, Freunde. Mehrfach, das ist schon fast 10 Mal, denke ich mir mal. Wenn wir das mal genau dahin rufen, das Ding. Schauen wir mal. Freunde, das geht so schnell, kannst du gar nicht zählen. Aber ich denke mal, 10 Mal wird das bestimmt schon sein. Und dann bist du schon bei glatt 480 Schaden, Freunde. Ohne kritischen Treffer. Ne? Das ist doch schon mal ordentlich, nicht? Megaschlag, drücke Dreieck. Für einen gewaltigen Megaschlagangriff halte Dreieck, um den Angriff zu verzögern. Das Ganze, Freunde, sieht folgendermaßen aus. Ist damit auch Ignitors dritte Attacke, die er erlernen kann. Zack, Freunde, da. 160er Schaden bei diesem Mega-Schwert, Freunde. Jetzt halten wir mal fest, dann rufen wir jetzt mal dieses Mega-Schwert. Zack, Freunde, 160er Schaden. Können auch einfach nur gedrücken, einmal ganz kurz. Zack, kommt das Schwert ein paar Sekunden später. Ne, so eineinhalb, ein, zwei Sekunden. Aber, Freunde, wir können damit auch laufen, Freunde. Ihr seht ja das hier. Ne? Ein bisschen ist unsere Schnelligkeit, glaube ich, damit... ja, reduziert, aber da ist nicht schlimm, Freunde, ne, der halten wir mal an und dann kommt da vorne der Gegner, dann sehen wir den, Freunde, zack, da kommt das Schwert, 160er Schaden, ne. Bereit für eine ich sag euch, Freunde, läuft. Feuer und Feuerstein, der Flammenform-Mörser bewirkt mehr Schaden auf größerem Gebiet. Und dann gleich gucken wir uns an, welchen Weg wir machen werden, Freunde. Ja, gucken wir uns gleich an. Jetzt erst einmal machen wir hier 142er Schaden, Freunde. Das sein. Die Flammenform ist erstmal gleich geblieben, aber jetzt bam! 142er Schaden, größerer Bereich, mehr Angriffspunkte, mehr Angriff, stärkere Angriffe. Läuft bei uns, Freunde. So, dann haben wir Seele der Flamme. Entwickelt ihr Flammenformfähigkeiten weiter oder Klingenmeister? Entwickelt ihr deine Flammenklingenfähigkeiten weiter? Ich sage euch, wie es ist, Freunde. Ich sage euch, wie es ist. Wir gucken uns das jetzt mal an, ja? Der mit dem Feuertanz. Die Flammenform bewegt sich schneller und bewegt mehr Schaden. Entzünder drücke in der Flammenform Viereck, um eine gewaltige Explosion auszulösen. Feuerform Salve feuere zwei zusätzliche Flammenformmörser ab, die mehr Schaden bewegen. Das ist natürlich schon ganz cool.
Weil wir bedenken müssen, Freunde, Flammenrüstung ist die erste Seelensteinfähigkeit. Rüstung erschwert es deinem Gegner, dich zu treffen. Und das hier ist die Wow-Pow-Attacke. Blaue Flamme. Hinterlasse in Flammenform oder nach einem Megaschlag eine Spur aus blauem Feuer. Das heißt, wir skillen schon mal als erstes auf die Rüstung, nicht auf das Schwert, Freunde. Und wir skillen definitiv auf den Mörserschlag. Und deswegen würde ich sagen, Freunde, machen wir auf jeden Fall erst einmal den oberen Weg und dann gucken wir, ob wir vielleicht noch ein bisschen Geld über haben, was ich sehr, sehr bezweifle. Aber Freunde, wir werden uns das auf jeden Fall mal angucken. Deswegen, Freunde, Seele der Flamme. So, jetzt geht's los, Freunde. Zack. Der mit dem Feuertanz. Die Flammenform bewegt sich schneller und bewirkt mehr Schaden. Jawohl, nehme mit. Falscher Knopf, hahaha, hier muss ich drücken, jawohl. So, Freunde, da, bisschen schneller auf jeden Fall, ne? Und ihr habt's gesehen, Freunde, jetzt hier. Zack, 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 jetzt ist 108 der kritische und 72 ist jetzt hier der normale Schaden, Freunde. Das heißt, hat sich um 24 Punkte erhöht. So muss das definitiv laufen, Freunde, ne? Boah, ist doch richtig stark, oder nicht? Ist doch richtig stark, die Kiste hier, super geil. Entzünder, drücke in der Flammenform 4, um eine gewaltige Explosion auszulösen. Das heißt, in der Flammenform können wir uns zum Explodieren bringen. Schauen wir uns auf jeden Fall an. Oh, gepasst. Okay, das ist natürlich schon sehr, sehr... Okay, da war es gewesen, Freunde. Der ist schon sehr, sehr kritisch hier so. Da, okay. Zieht nochmal 144er Schaden ab, diese Explosion, Freunde. Und wenn man das gut timet, ne, dann kann man den ultimativen Schaden verursachen. Und ich zeige euch mal, wie das jetzt geht, Freunde. Ihr guckt erstmal nach, ne? Wie lange hält diese Flammenform, ne? Okay, ihr wisst ungefähr Bescheid, wie lange die hält, so, Freunde. Dann macht ihr das hier, ne? Dam, 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 am Gegner, am Gegner. Und dann, bam, oben drauf nochmal die Explosion, Freunde, ne? Ich sag es dir. Ich sag es dir. Wenn man das richtig timet, Freunde, ne? Da könnte man den ein oder anderen Gegner, den ein oder anderen Charakter im Duellkampf, ne? Mit einmal glatt machen. Ich sag es euch so, wie es ist, Freunde. Ich sag es euch so, wie es ist. Muss man nur richtig timen. Feuerform, Salve, feuere zwei zusätzliche Flammenform-Mörser ab, die mehr Schaden bewirken. So, zusätzliche. Ja, manchmal habe ich auch einen Sprachfehler. Manchmal aber. Aufgepasst, Freunde, sieht folgendermaßen aus. Da, habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Hinter uns feuert er nochmal zwei Mörser ab hier. Zack, 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 Freunde. Die 202 Schaden bewirken. Und wir können weiter... Mit unserer, mit unserem Körper hier, mit unserem Geist, können wir weiter hier rumeiern hier. Zack, 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 zack. Da gehen wir zum Gegner. Jawohl, so läuft das. Zack, 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 zum Gegner. Und dann bam, oben drauf mit der 144er Explosion. Freunde, ich sage euch, das läuft wie gelaxt, Freunde. Das läuft wie gelaxt, ich sage euch. Flammenrüstung ist die Seelensteinfähigkeit aus Spyro's Adventure. Rüstung erschwert es deinen Gegner, dich zu treffen. Das heißt, Freunde, wir bekommen jetzt hinten am Rücken ein Riesenschild. Dort seht ihr das nämlich. Da ist er. Ja, Freunde, ein sehr, sehr schönes Schild am Rücken, was uns ermöglicht, ja, nicht so sehr getroffen zu werden. Ne? So muss das auf jeden Fall sein. Gefällt mir sehr gut. Und jetzt, Freunde, kommt die ultimative Wow-Power-Attacke. Hinterlasse in Flammenform oder nach einem Megaschlag eine Spur aus blauem Feuer. Ja. Ja. Freunde, ja. Aufgepasst, aufgepasst. Da, Freunde, wir sind blau. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Hier, diese blau. Oh, was ist denn da los, sag mal? Hier, Freunde, genau hier auch. Zack. Da haben wir dann nochmal 40er Schaden, Freunde. Guckt euch das an. So muss das sein. So und nicht anders, Freunde. Ich sag mal, wir haben den richtigen Weg geskillt. Und das Ganze werden wir jetzt einmal ausprobieren. Aber mein Problem ist es, das werde ich euch jetzt gleich einmal erklären, ist es ganz offen und ehrlich einfach. Wenn wir hier sind, ne, Freunde, dann sind wir ungeschützt, Freunde. Wir sind hier ungeschützt, ne? Das ist das einzigste Problem. Da muss man wirklich aufpassen, dass man die Gegner schön vom Weiten aus trifft sofort. Nicht, dass die so nah an dich herankommen. Dann hast du wirklich ein mächtiges Problem. Davon kannst du mal ausgehen, auf jeden Fall. Aber, Freunde, das werden wir uns jetzt einmal vernünftig angucken. So. Legendary Igniter. Gefällt mir persönlich auch besser als der normale Igniter. Muss ich euch mal wirklich so sagen, wie es ist. Also, der Legendary gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ja. So, hier kommen erstmal die Kanonen, die Bombenkugeln von da oben.
Die weichen wir mal ganz gediegen aus. Und jetzt, Freunde, jetzt geht es los. Jetzt holen wir erstmal den Megaschlag. Zack. So, da laufen die Vögel rein. So muss das sein. Und jetzt hier. Bam, 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 bam. Und dann zieht die Explosion. Zack, genau so. Habt ihr gesehen, Freunde, habt ihr gesehen? Da wollte der mich von hinten attackieren. Da wollte er von hinten angreifen. Aber da war mein Schild im Weg. Da konnte er nichts machen. Ha, Freunde, so ist das. Zack, Explosion oben drauf. Sehr, sehr geile Attacke hier. Aber wie gesagt, man muss aufpassen, denn gerade hier auch jetzt beim Schild Bill, seht ihr das? Zack, da wurde ich sofort attackiert. Nein, da wurde ich sofort attackiert. Das geht ganz, ganz schnell. Also wenn man da nicht aufpasst und noch niedriges Level ist, ne? Freunde, da kannst du ein Problem kriegen. Ich sage dir, wie dies? So, hier, zack, 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 die blaue Flammenform. Jawohl, und hier genau dasselbe. Die rufen wir mal ganz, ganz schnell. Vielleicht klappt es ja noch. Jawohl. Kein Entkommen für unseren Brokkoli-Guy, ne? Da gibt es erstmal schön gedämpften Brokkoli auf dem freien Meter hier. So muss das, Freunde. So und nicht anders. Also sagt euch, Igniter, ne, ist schon stark. Ich finde echt schade, dass die von dem wirklich nur so zwei Figuren drin gebracht haben. Da hätten sie ruhig nochmal eine bringen können, ganz offen und ehrlich. Dahin habt ihr es jetzt gesehen, Freunde, ne? Zack, zack, zack. Wurden wir wieder getroffen. 35er Schaden ist in Ordnung, ist jetzt nicht so viel. Einmal haben wir uns sogar wieder geschützt durch das Schild. Also das Schild, ne, das bewirkt wirklich Wunder. Wenn wir wirklich nur auf den Mörserweg gehen, dann ist das Schild wirklich optimal. Ich sage euch so, wie es ist. Weil ihr seht es auch hier, ne? Ja, seht ihr das, ne? Wo wollen wir hier mit dem Schwert angreifen, Freunde, ne? Und wenn du da nicht so aufpasst, ne? Weil du nicht so stark bist, dann hast du ein Problem. Dann hast du definitiv ein Problem mit dem, ne? So, hier, zack, zack, zack. So, einmal schnell gerufen. Zack, Bombs, jawoll. Ab rein mit euch hier. Yeah, zack, zack, zack. Einmal mit dem Mörserschlag dadurch. Läuft bei uns, Freunde. So wie es soll. Auf jeden Fall. Juhu! Yeah, 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 yeah. Zack, zack. So, hier nochmal ein paar Chili-Billis, Freunde. Die nehmen wir aber so. Freunde, die nehmen wir so. Zack, 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 geht da. Einfach mal reingehauen da unseren Mörserschlag. So muss das sein. Ja, und da hat unser Schild wieder gerettet, Freunde. Da hat unser Schild echt wieder gerettet. So, aber so ist es. Es ist einfach so. Ich kann es euch sagen. Igniter ist wirklich eine sehr, 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 sehr starke Figur. Ein wirklich sehr, sehr starker Skylander. Oh mein Gott, jetzt bin ich ja fast kaputt. Okay, schnell alles einsammeln. Dann sind wir gleich wieder Level up und dann haben wir auch wieder volles Leben, ja? So, hier nochmal eben schnell gerufen, ja? Jetzt das Flammenschwert, Freunde. Machen wir nochmal einen schönen Streifen mit der blauen Flamme hier entlang. Oh, daneben. Obwohl, guck mal hier, der rennt da sofort wieder rein, Freunde, ne? Der hat ja gar keine Chance. Da hat er gar keine Chance. Da kann er machen nichts. Da kann er gucken zu. Ne, er kriegt direkt, was sie brauchen hier alle. Ja, gut, ich glaube, die kriegen nicht mehr, oder? Ah, doch, ein Brokkoli-Guy haben wir wirklich noch gekriegt. Freunde, so ist das, so muss das sein. Und nicht anders, Freunde. So und nicht anders. Ich kann euch sagen, wer von euch Igniter noch nicht habt, ne? Freunde, momentan sehr, sehr viele und oft sehe ich den auf jeden Fall in den Läden hängen. Für 5 Euro ist er von Skylander Giants, ne? Freunde, holt ihn euch, ne? Ich kann ihn euch wirklich nur empfehlen, ans Herz legen. Igniter ist wirklich eine sehr, sehr starke Figur, ja. Meine persönliche Meinung. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was eure persönliche Meinung zu Igniter ist. Und in dem Sinne, Freunde, bedanke ich mich jetzt schon mal bei euch fürs Einschalten, Zuhören, alles andere auch. Daumen hoch! Wenn es dir euch gefallen hat. Und in dem Sinne sehen wir uns beim nächsten Skill-Video wieder. Dankeschön, haut rein und tschüss.